Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute wieder für euch in Battlefest unterwegs. Und zwar ist es mal wieder soweit, wir machen ein paar Vision-Kisten auf. Ich hatte gerade wieder einen zufriedenen Kunden und der hat ein Item gekriegt, was er jetzt nicht wirklich brauchen konnte, aber weil ich so nett war und den durchgezogen habe, kriege ich jetzt hoffentlich ein gutes Item. Ich würde Zwielichtsverwüsten Rang 3 immer noch brauchen oder auch einen Echoing Void würde ich auch nehmen, aber ich spiele jetzt auch Feral, ich will ein bisschen in der Arena was basteln, deswegen einen Gushing Wounds wäre gut. Ich wusste bis vor kurzem nicht, dass es den Trade gibt, weil er extrem selten ist. Wenn ich den rauskriegen würde, wäre auch recht nice. Oder Vielseitigkeit oder Mastery. Schauen wir mal, ob eins von diesen genannten drin ist. Ich hoffe es doch mal. Und wir werden ein paar mehr Kisten aufmachen. Also je nachdem, wie viele Leute ich die Woche finde. Aber da ich letzte Woche out of Keys gerannt bin, letzte Woche bin ich 10, 5 Maskenruns gelaufen und ich hatte am Ende keine Keys mehr, um die Kunden zu betreuen. SW wollen anscheinend immer mehr. Und ich kann euch sagen, ich glaube, beim 10. Key habe ich nicht mehr ein Item rausgekriegt. Ich war irgendwann bei einem 420er-Item und dann irgendwann habe ich gar kein Item mehr aus der Kiste rausgekriegt. Also es gibt anscheinend ein Cap, wie viele Items du aus diesen Kisten rauskriegen kannst. Da war ich drüber und dann hatte ich halt keine Marken mehr. So, was kriegen wir jetzt raus? Hände. Ach so, und nochmal ein Upgrade-Ding. Und. Also es ist Rang 3. Oh! Oh! Ha! Es ist Stars Rang 3. Das ist natürlich Single-Target-technisch das Stärkste, was es gibt. Bloß kann ich das für Arena, glaube ich, nicht so wirklich gebrauchen. Aber für einen Guardian im Single-Target oder für einen Feral im Single-Target-PvE wäre es wahrscheinlich, also nicht nur wahrscheinlich, wäre es ziemlich krass. Das Ding hat Max Roll Stars drauf, hat einen Sockel, Tertiär-Set. Das ist ein Tra also ich beschwere mich oft. Ich hätte jetzt lieber was für PvP gehabt, ne? Dieses kleine Manko ist dran, aber für Single Target PvE Content ist das Ding moah, also hier besser geht's nicht gut. Es hätte noch 475 sein können, aber das geht ja hier aus der Kiste nicht. Also da kann man nicht motzen. Da kann man nicht motzen. Das ist ein solides Item, ja? Viel besser geht's nicht. Muss ich mal gucken, ob ich das vielleicht dann irgendwo anziehen kann. Vielleicht kann ich sogar in der Arena anziehen, aber da dispeln sie dir den Stars-Buff weg, deswegen ist das nicht so ganz gut. Aber ja, nettes Ding, auf jeden Fall. So, zweiter Run ist zu Ende. Wieder glücklichen Kunden gehabt. Der hat ein Lifesteal-Item rausgekriegt. Okay, vielleicht war er am Ende doch nicht so ganz glücklich. Ich hoffe, ich kriege jetzt kein Lifesteal-Item raus, sondern eins mit einer guten Corruption. Und was haben wir? H wieder Hände. Mastery Proc. Ihr merkt schon, ich war schon mal zufrieden. Aber okay, das erste Item war ja nicht schlecht, was wir rausgezogen haben. Da will ich mich jetzt nicht beschweren über das zweite. So, da sind wir mit dem nächsten Run durch. Ich hoffe, ich krieg noch mal ein gutes Item. Das müsste jetzt der dritte Run gewesen sein. Und mir fällt gerade auf, ich wollte mir so ein Addon holen, wo ich direkt sehe, was die Corruption quasi, also wie der Name der Corruption ist, wenn ich das Item anklicke oder drüber fahre. Das muss ich mir jetzt dann mal runterladen. Beim nächsten Opening habe ich es dann hoffentlich. Und zwar, was haben wir hier? Eure Zauber und Fähigkeiten haben eine Chance, die Abklingzeit, 10 Sekunden, ja, das ist tatsächlich nicht gut. Ich habe mir sagen lassen, es gibt Klassen, wo dieses Abklingzeits-Item, ich weiß jetzt halt den Namen nicht, wie sich das schimpft, wo das anscheinend gut sein soll. Bei mir ist es leider in keinem Spec gut. Ich hoffe ja, dass ich so ein bisschen was für PvP auch bekomme, ne? So, dann kommen wir zum vierten Run. Eben hat der Kunde hier, soll ich euch das mal zeigen, was der rausgezogen hat? Das hat er rausgezogen. Einen Zwielichtsverwüstung Rang 3, 18%. Ich hätte gerne auch mal eins, ne? Halt auf einem hohen Item, nicht auf diesem 425er, was ich über Geplänkel gekriegt habe. Und er hat sich aber nicht so gefreut, dass Hunter meint, das ist Crap. Schauen wir mal, was ich so rauskrieg. Natürlich, natürlich. Crit-Schaden, 2%. So nice. Ich glaube, das ist in gar keinem Aspekt gut. Ja, gut. Zumindest gab es ein bisschen Gold. Das war jetzt hier wieder, ne? Griff ins Klo. Mich hat's gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Opening wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.